Und weil wir alle leben davon, wollen wir sie leben lassen. So ein Sommer bringt uns Geld wie Heu. Unberufen, unberufen, toi, toi, toi. Ein jeder nippt nach seiner Fasson. Das ist der Zauber, das ist der Zauber, das ist der Zauber der Saison. Solange das Ausland spendiert im Inland, heißt auch der Obergern Garçon. Das ist der Zauber der Saison. Ein Gulli, Apfelstrudel, der schmeckt dem Gast in jeder Fasson. Sogar bei Yankee-Nudeln. Kupferträger, Servus, Ortfried. Ja, noch Träger geht's halt nicht. Der Fremde zahlt ganz wieder davon. Das ist der Zauber, das ist der Zauber. Der Dampfer kommt, der Kaiser Franz Josef kommt. St. Wolfgang, bitte beeilen, meine Herrschaften. 30 Minuten Ruhepause. Tempo, Tempo, meine Herrschaften. Bitte, bitte, avanti, avanti. Beeilen, bitte. Das ist das berühmte Weiße Rössel. Dort oben sehen Sie den Balkon des historischen Kaiserzimmers, das seine Majestät Kaiser Franz Josef seinerzeit bewohnt hat. Nun kiek dir das an. Von wegen Ruhepause. Wo hast du denn Zimmer bestellt? Ich? Ich denke, du hast Zimmer bestellt. Boah, das Geschäft ist richtig. Jetzt müssen wir uns auch noch um Unterkunft kümmern. Ich frag mal gleich im Weißen Rössel. Hier ist doch sowieso aussichtslos. Bei dem Gedränge ist doch nicht mehr frei. Dann müssen wir uns eben anderswo umschauen. Bleibt uns übrig. Kicken wir mal danach. Und jetzt, meine Herrschaften, eine Attraktion unserer modernen Zeit. Leopold, der singende Oberkellner des Weißen Rössel. Der Gesang ist im Pauschalpreis inbegriffen. Darf ich bitten? Im Weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Und ruf dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren im Weißen Rössel am See. Bitte sehr, meine Damen und Herren, sich zwanglos an den Tischen zu verteilen. Pisa hat den schiefen Turm als Attraktion. Paris den Eiffelturm, der steht noch grad. Washington hat's Weiße Haus, was ist das schon? Denn ohne weißes Ross ist es doch fad. In the White Horse Guest House am Wolfgang Lake stands happiness at the door. Bonjour, Madame, ciao, Bambina. Und schönen guten Morgen, ja, Berlina. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren im Weißen Rössel am Na? See. Beeilung, wenn ich bitten darf. In 21 Minuten ist Abfahrt. Tempo, Tempo. Herr Ober, Mensch, wo bleiben Sie denn? Aber ich eile, ich fliehe. Mein Herr, wir haben ein wunderbares, großartiges Eisbein mit Sauerkohl. Zwei Portionen. Na klar, Mann. And for you, gentlemen, I have some wonderful steaks. Kleine Steaks, the United States of America. Oh, dufte. Madame, Ihnen serviere ich ein Bouillabaisse. Ich hoffe, es ist mir nicht besser. Nein, ein Bouillabaisse extraordinaire, gewürzt à la Brigitte Bardot. Cameriere. Cameriere. Cameriere, per lei, signore. Spaghetti, spaghettissimo, comprato, salato, tomato, spagato. Bravissimo. Pianissimo. Vorwärts, meine Herren, wir müssen ja weg, oder glaubt ihr, Reise ist für dir Vergnügen? Jawohl, Herr. Zack, zack. Nur nach 10 Minuten. Beeilung, bitte. Tempo, Tempo. Na, servus, wenn man denen beim Essen zuschaut, wird man direkt schwindelig.
Tempo, Tempo, Tempo. Ein anderes Wort kennt diese Zeit schon gar nicht mehr. Das ist direkt ein Zeitwort. Am besten ist, man sattelt um. Warum haben Sie denn noch nicht umgesattelt, Herr Leopold? Nun, aus einem ganz bestimmten Grund. Der bestimmte Grund ist weiblich, heißt Josefa Vogelhuber und ist vom Beruf Rösselwirtin. Das ist eine Unverschämtheit. Sag mal, woher weißt du das überhaupt? Ein Mann wie ich weiß na, alles. Was ruckelst denn? Was? Kommst wieder aus dem Glasl nicht heraus. Gib her. Aber ziehen musst du ein bisschen. Na, das sitzt ganz schön. Mein lieber Freund, das hättest auch schon mal lernen können in der Zwischenzeit. Pass mal auf, wie man sowas macht. Man nimmt das Tuch in die rechte Hand und dann ganz einfach immer. Na, was meckern, nicht so blöd. Zieh lieber an. Ja, sehen Sie. Mann, wie du weißt alles. Was weißt denn du schon überhaupt, hä? Dass Sie der Frau Chefin, seit Sie hier sind, jeden Tag rote Rosen schicken. Anonymativ sozusagen. So was Altmodisches. Ach, ich bei meinen Weibern schon lange nicht mehr. Herr Ober! Bitte. Bitte Ruhe! Bitte, Moment! Was weißt du schon von Frauen, hä? Eine Menge. Ich bin doch ein aufgeklärter Teenager. Einer Frau muss man mit brutaler Offenheit sagen, ich liebe dich! Denn bist du wahnsinnig geworden? Das würde doch die Rösselwirte nur erschrecken. Diese Frau ist so einfach und so weich. Ihre Stimme klingt so melodisch und so zärtlich. Rufen Sie den Sapperlot noch einmal! Da stehen der Herr Oberkellner und der Herr Piccolo mitten im ersten Stoßbetrieb gemütlich beieinander und ratschen. Vorwärts marsch, an die Arbeit. Ja, wie reden Sie denn mit mir? Bei dem Personalmangel. Du sei Staat, sowas wie dich gibt's dutzendweise. Bitte um Beeilung. In 2 Minuten fährt der Omnibus. Oberzahlen bitte. Wir wollen abkassieren, aber schnell. Oberzahlen! Leopold! Jetzt uns aber. Aber meine Herrschaften! Hübsch, gemütlich. Mit der Ruhe kommt man noch einmal so weit. Ja, aber meine Herrschaften, nur immer friedlich. Wozu denn hetzen? Schau, spiel dich her, wir haben doch Zeit. Schauen's an den Sonnenschein, der leuchtet ins Herz hinein. So wie die Liebe, die ein jeder so sehr schätzt. Denn glücklich und zufrieden sein kann man nur mit Lieberlein. Neusterwelle, Herrschaften, warum geht's jetzt? Einmal Kaffee, ein weiches Ei. Bitte sehr, mit Datum macht's 12 Schilling 2. Ein D2-Semmeln, knusprig, würzig. Ein süßer Blick, 12 Schilling 40. Einmal D komplett. Ein Gesicht so nett. Ein kleines Bier, 10 Schilling 4. Ein Kaiserschmarrn für'n Herr Baron. Bitte sehr, bitte gleich, ich komme schon. Bitte gleich, komm ja schon, was ist denn, kommt denn der Heilige, ich bin ja schon da. Aber, meine Herrschaften, das habt's schon wieder. Meiner Söhne mit Ihnen hat man schon seit Fritzen. Aber, meine Herrschaften, setzen sich doch nieder. So sehn's doch ein, zerwuseln kann ich mich doch nicht. Schauen's an den Sonnenschein! Oberzahl! Moment, Kollege kommt gleich! Der schaut ins Herz hinein! Schaut eilig! Nicht so wie die Liebe, die geht keinem aus dem Sinn! Herr Ober, allerhand, Herr! Oh, und immer diese Hetzereien, das Tempelschreien und jetzt ist mir ein Sitzen! Aber, einsteig bitte! Meine Tempo, Herrschaft, Tempo! Wo rennt's denn hin? Schauen's an den Sonnenschein! Leicht ins Herz hinein, so wie das Trinken, das hat jeder Obergern. Doch leider kriegt er 10%, nicht nur die Hände, Peppermint. Ja, äußern, meine Herrschaft. Aber, meine Damen, meine Herren, habt's mich gern. Moment, Zeit! Tempo, let's go! Avanti! Wit! Gemma, meine Herrschaften! Hallo, der Herr mit dem blonden Hut!
Sie haben was vergessen. Nur eine Kleinigkeit. Sie hatten Augenblicke, weil wir gleich haben, was Sie gehabt haben. 4 Rostbrat mit viel Zwiebeln, 4 Röstelschnitten. Vorsicht, die Nasen geben's weg, sonst kommt's mit auf die Rechnung. 2x Salzburger Lockerl, 1 Flasche Fluoxen. Macht zusammen. Das ist ein Hallo! Stehen bleiben, Arrêtez-vous, vous plaît. Stop, please. Macht zusammen 120 Schilling, meine Herren. Das ist aber 2x 10% berechnet. Tut mir leid, Gefahrenzulage. Oh, kann nicht wechseln. Bedauere. Dankeschön. Ja, auf Wiedersehen. Gute Erholung. Abfahrt. Ah, entsetzlich. Ich habe mich wieder 3x verrechnet. Zu Ihrem Nachteil? Zu meinem Vorteil natürlich. Merke, mein Sohn, ein Kellner, der sich zu seinem Nachteil verrechnet, ist eine Schande fürs ganze Gewerbe. Verstanden? Mhm. Sie sollen sofort zur Chefin kommen. Sie ist im Kaiserzimmer. Mein Gott, ein Kellner ist ja auch nur ein Mensch. Man wird doch noch verschnaufen dürfen. Heute nicht. Heute ist sie schrecklich nervös. Also diese Weiber mit ihren Launen. Was hat's denn? Der Herr Dr. Siedler lässt zu lange auf sich warten. Oh je. Oh je, Egerl. Was ist so Jägerl? Wer ist Dr. Siedler? Den kennst du nicht? Ihr Lieblingsstammgast und wie ich die Lage übersehe, der Grund, weshalb sie von keinem anderen was wissen will. Was will denn eine Wirtin mit einem Doktor? Genau, das wäre direkt eine Mischehe. So, und die Sachen kommen auf den Balkon. Ja, Wirzel, nix Grünes. Du weißt doch, der Herr Doktor Siedler hat Rot so gern. Dich auch. Rot ist die Liebe. Also jetzt beeil dich ein bisschen, ja? Komm bestimmt mit dem Mittagsdampfer. Frau Chefin, haben geruht, mich zu rufen? Ja, ich habe einen Augenblick noch, Herr Leopold. Und such auch die neuen Vorhänge heraus. Ich kann Ihnen die alten Fetzen da am Fenster nicht mehr zumuten. Der Herr Dr. Siedler hat was Freundliches so gern. So. Was Freundliches? Ja, und denk an die Blumen. Was denn für Blumen? Das geht Sie einen Schmorn an, Herr Leopold. Apropos Schmorn, treten Sie doch einmal näher. Frau Chefin, wenn Sie wüssten, wie gern ich Ihnen nahe trete. Was soll denn das hier heißen? Herz am Spieß, Herz am Grill, Herz gedünstet, Herz bekannt, Herz, gestrichen. Aber ich habe mir nur gedacht, was uns hier fehlt, ist vor allem Herz. Was hier fehlt, ist Hirn, vor allem Ihnen. Hans, bringen Sie auch die blaue Stehlampe, die hat der Herr Dr. Siedler so gern. Ja. Und der Nachtisch, was haben Sie denn da wieder zusammengedichtet? Ach, das überkommt mich eben manchmal. Ich kann mir nicht helfen, aber von der Vorspeise bis zum Dessert, immer muss ich an Sie denken. Herr Leopold. Ja. 5 Oberkellner habe ich gehabt, seit ich das Weiße Rössel geerbt habe. Und alle 5 habe ich entlassen müssen. Und wissen Sie warum? Nein, warum? Weil sie mir dieselben verliebten Kalbsaugen gemacht haben wie Sie. Kalbsaugen? Aber ich weiß schon, was euch hier anzieht. Das schöne Hotel, nicht ich. Kalbsaugen? 5 Oberkellner haben sich hier ins gemachte Bett legen wollen. Geben's nur acht, dass Sie das halbe Dutzend nicht voll machen. Aber Frau Chefin, was mich doch nur einmal anhören wollteten. Kann ich die Vorhänge jetzt gleich aufmachen? Ja, aber vorher holen Sie noch den gemütlichen Sessel aus Nummer 5. Den hat der Herr Dr. Siedler so gern. Ganz recht. Er soll sich bei mir wie zu Hause fühlen. Und wie ich mich fühle, danach haben Sie noch nie gefragt. Und dafür frage ich Sie jetzt. Was stellen Sie sich unter einer heißen Josefa mit Vanilleeis vor? Ja, die hat auch der Herr Dr. Siedler sehr gern. Frechheit, gestrichen. Aber Frau Josefa, Sefferl. Die Blumen. Noch endlich. Was sind denn das für Rosen? Von der Chefin Ihrem Schreibtisch? Jetzt holen Sie aber auch noch eine Vase, aber ein bisschen Dalli, ja? Nein, diese Rosen, das ist zu viel. Das erlaube ich nicht. Also bestimme ich das oder Sie? In diesem Fall ich. Das sind nämlich meine Rosen. Was? Ihre Rosen? Jawohl, Frau Chefin. Oder haben Sie vielleicht geglaubt, dass Sie der Herr Dr. Siedler so gern hat? Ich muss es Ihnen ja schließlich einmal sagen. Ich habe Ihnen jeden Tag Rosen auf den Schreibtisch gestellt, weil ich Sie... Frau Chefin, Chefin. Seit meinem Dienstantritt sehe ich nur noch Sie. Ich kann vor Sehnsucht nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr sitzen, nicht mehr schlafen, nicht mehr liegen. Aber reden können Sie noch, ja? Ja. Frau Chefin, können Sie mir ein kleines Zeichen Ihrer Zuneigung geben? Da haben Sie eins. Was war denn das? Meine heiße Josefa mit Vanilleeis. Und wenn Sie mir noch einmal mit außerdienstlichen Gefühlen kommen, dann fliegen Sie auf der Stelle, trotz Personalmangel. Und jetzt geht's auf Ihr Zimmer und erinnert Sie Speiskarten. Nein, Hansi. Du hast viel leichter als ich im Leben. Weniger Herz, mehr Hirn. So ein Blödsinn. Speiskarten ändern. Baiser mit Schlag. Schlag. Einmal nur, ach bitteschön, einmal nur, möcht ich es wagen, dir zu sagen. Du blödes Weibsbild, wenn du nur nicht so bockig wärst, dann könnt alles so schön sein. Was küsst mich da? Josefa,
Nein, es ist nur die Muse. Nur besser als gar nichts. Küss mich. Ach, Josefa. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solange ich leb auf Erden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken. Wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst. Sein, von dir geliebt zu werden, denn meine Liebe, die ist dein, solang ich leb auf Erden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken. Wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst... Leopold! Rutzi, Dirken Leopold, wo bleibst denn? Mhm. Oh! Sagen Sie, sind Sie immer noch nicht fertig? Ja, bitte gleich. Bitte. Also in 5 Minuten erwarte ich Sie mit der Speisekarte, aber geändert, ja? Bitte, die wird sich ändern. Aber meine Gefühle nie. Leider, leider. Kein einziges Zimmer mehr frei. Ich kann wirklich nichts tun für Sie. Das Geschäft ist richtig. Aber ich kann was für Sie tun, Männchen. Ich empfehle Ihnen mein Haarwuchsmittel. Wilhelm Giesekis Glatzentrost. Dann können Sie sich in 1 Jahr Dauerwellen nähen lassen. Habe ich alles schon probiert. Der Glatzenfreund hat mir nicht geholfen. Glatzenfreund. Glatzentrost, Männchen. Glatzenfreund ist doch das Mittel von der Schmutzkonkurrenz. Fang doch nicht wieder davon an. Sie siehst du, warum ich schon so lange mit den ollen Sülzheimer prozessiere, dass der sein Zeug anders nennt. Mein hochwertiges Präparat wird dauernd mit seinem schäbigen Saft verwechselt. Glatzentrost müssen Sie nehmen, Männchen. Merken Sie sich das. Da haben Sie eine Probeflasche. Na, dann nehmen Sie schon, ich schenke Ihnen. Grüß Gott, die Herrschaft, guten Tag. Ah, Jott zum Gruße. Sind Sie die Wirtin, Wundermild? Oh, haben Sie nicht doch noch eine Stube für uns? Es tut mir sehr leid, es ist alles besetzt. Oh, schade. Bei Ihnen hätte ich gerne gewohnt. Ja, vielleicht versuchen Sie es doch drüben beim wilden Mann. Ah, nee, wild bin ich selber. Außerdem, da kommen wir gerade her, es ist nirgends was frei. Ja, ich merke Sie sehr gerne für nächstes Jahr vor. Ach, nee, danke bestens. Aber so lange kann ich nicht warten. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zu blöd. Ja. Ich bloß in der Lüneburger Heide gefahren. Könnten wir wenigstens was trinken, Papa? Ich hab Durst. Na, ich auch. Das liegt anscheinend in der Familie. Dann gehen wir auf die Seeterrasse, komm. Sag mal, Franzl, ist der Mittagsdampfer schon da? Schon längst. Gott sei Dank, dann ist der Dr. Siedler nicht angekommen. Zahlen gewünschte Herrschaften, bitte sehr. Sagen dir, die ganze Rumreiserei ist Käse. Berlin bleibt Berlin. Zu Hause hättest du auch nur rumgemeckert. Na, das Geschäft ist richtig. Wie sprichst denn du mit deinem Familienvater? Ich habe mich so auf meine Ferien gefreut und jetzt versauerst du mir den ganzen Urlaub. Mir werden auch ganz andere Sachen versauert. Solange mein Prozess mit den ollen Sülzheimer in Berlin läuft, habe ich doch keine ruhige Minute. Na, den wirst du schon gewinnen. Ja, denkste. Ich sage dir, dieser Rechtsanwalt von ollen Sülzheimer, dieser Dr. Siedler, ist ein ganz hinterlistiger Bursche. Wenn ich den mal irgendwo treffe, gibt es Mord und Totschlag. Aber du kennst doch diesen Dr. Siedler gar nicht. Aber ich kenne seine Schriftsätze und das genieße ich mir. Dafür mal meinen Puls. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt, wenn ich an diesen Dr. Siedler, den verfluchten Schweinehund, bloß denke. Bitte, Sie hatten dreimal verfluchten Schweinehund? Verfluchten Schweinebraten mit Sauerkraut. Wenn wir erst Zimmer haben, wirst du dich schon wieder abregen. Ich will mal aber nicht abregen. Oh, Verzeihung, ich komme sofort. Bitte entschuldigen Sie, mein Herr. Verzeihung, ich höre gerade, die Herrschaften suchen Zimmer. Ja, suchen wir. Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen unser bestes Appartement anbieten zu können. Arne. Zimmer Nummer 4, das sogenannte Kaiserzimmer, ist soeben überraschend frei geworden. Na, das Geschäft ist richtig. Jetzt werden die Zimmer noch nachgeschmissen. Das ist doch wunderbar. Was siehst du, du alter Pessimist? Stefan! Die Herrschaften auf Nummer 4, bitte. Ich danke Ihnen, junger Sir, Mann. Sir, bitte schön. Nur hier sind wir gleich vorne weg.
Sie haben Nummer 4 weggegeben, wenn nun der Dr. Siedler mit dem nächsten Dampfer kommt. Na und? Da muss er sich eben woanders ansiedeln. Können Sie da nicht aufpassen, Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber Sie sind mir direkt in den Wagen gelaufen. Darf ich Ihnen helfen? Ja. So. Danke. Au. Oh, diesmal waren Sie aber schuld. Donnerwetter, haben Sie einen harten Schädel. Sie aber auch. Soll ich Sie nicht doch lieber nach Hause fahren? Nein, danke. Ich wohne nicht weit. Hm. Wie schade. Schön. Herr Leopold! Herr Leopold! Alarm! Eben ist der Dr. Siedler vorgefahren. Was? Also doch. Oh. Hallo, Fräulein. Oh, guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Dr. Siedler. Grüß Gott, Franzl. Morgen, Herr Doktor. Ah, ein neues Gesicht. Das habe ich schon seit meiner Geburt. Also ich jedenfalls kenne Sie noch nicht. Sie werden mich aber noch kennenlernen. Franzl, hol doch mal den Hausdiener. Ich habe das Balkonzimmer wie jedes Jahr. Gehabt, Herr Doktor. Gehabt. Wieso gehabt? Ja, nachdem Sie mit dem Mittagsdampfer nicht landeten, habe ich mir erlaubt, das Zimmer anderweitig zu vergeben. Was, mein Zimmer, das Kaiserzimmer? Ja, ja. Und Sie müssen mir sogar dankbar dafür sein, denn in diesem Haus wohnt nämlich Ihr Todfeind. Was Todfeind? Herr Giesecke aus Berlin. Mhm. Ach, wie nett. Dann lerne ich den ja persönlich kennen. Herr Doktor, ich flehe Sie an. Bitte haben Sie doch Mitleid mit sich selbst. Fahren Sie in ein anderes Hotel oder fahren Sie wohin Sie wollen, aber bitte. Hören Sie auf, Herr Doktor. Leopold, bitte lassen Sie mich jetzt raus. Ach, Sie sind Herr Dr. Siedler. Ich habe schon geglaubt, Sie kommen halt gar nicht mehr. Bin ich nicht pünktlich wie jedes Jahr? Sie haben natürlich Nummer 4, wie immer. Also doch. Weder noch. Aber ja. Aber nein. Da brennt's ja. Leopold, schauen Sie sofort nach. Meine kleine Barre, schöne Frau, was hier brennt, das ist eine erstklassige Havanna-Auslese. Wie kommen Sie auf diesen Balkon? Ganz einfach durch die Balkontür. Oder meinen Sie, ich habe dafür extra einen Bergführer genommen? Ja, aber Nummer 4 ist doch mein Zimmer. Ja. Das Geschäft ist richtig. Dieses kaiserliche Appartement hat mir der Oberkellner persönlich vermietet. Herr Leopold. Ja, ich dachte, weil doch der Herr Doktor mit Heinundampfer nicht ankam. Darüber reden wir später. Ich muss Sie nun ersuchen, das Zimmer zu räumen. Das Ganze ist ein Irrtum. Was ist denn los, Papa? Sie wohnen da oben? Wenn Sie nichts dagegen haben. Dieser Herr da will uns das Zimmer wieder wegnehmen. Nein, ganz im Gegenteil, lieber Herr. Es ist mir ein großes Vergnügen, mein Appartement Ihnen und Ihrer charmanten Tochter abtreten zu können. Ja, aber Sie sind doch im Recht, Herr Doktor. Ja, man muss nicht immer Recht behalten wollen. Nein. Noch schönen Urlaub, gute Erholung. Dankeschön. Gut, dass ich so stur bin. Man muss sich durchsetzen können. Das war ja schon immer deine Stärke, Papa. Sagen Sie, wer war denn dieser Herr? Giesecke. Mhm. Das war Giesecke? Genau so habe ich mir den immer vorgestellt. Aber ich bitte Sie, wenn die Giesecke erfahren, dass der Herr Rechtsanwalt Dr. Siedler aus Berlin ist, dann gibt's hier Mord und Totschlag. Das muss eben ganz unter uns bleiben. Die Leute sagen eh alle nur Herr Doktor zum Herrn Doktor. Mhm. Aber wo werde ich Sie jetzt unterbringen? Vielleicht auf unserer Alm. Nur 2 Stunden Aufstieg. Das kommt gar nicht in Frage. Der Herr Doktor hat rechtzeitig reserviert, also wird er auch hier wohnen. Nein. Kommen Sie, lieber Herr Doktor, ich bringe Sie bei mir privat unter. Ganz privat? Wenn Sie wüssten, wie dankbar ich Herrn Giesecke bin. Sie sollten sich bei Herrn Leopold bedanken. Der hat das so hübsch arrangiert. Vielen Dank, Herr Leopold. Leopold, du bist ein Riesenidiot. Das habe ich nicht behauptet. Du! Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass es kein richtiges Gastzimmer ist. Aber nein, ganz im Gegenteil, so nah bei Ihnen. Jetzt sagen Sie bloß noch, Sie könnten nicht ruhig schlafen. Na, die Nächte werden furchtbar werden. Furchtbar. Jedenfalls freue ich mich, dass ich wieder im Rössel untergekommen bin. Schrecklich. Grauenvoll. Ja. Oh, du Saukerl! Was ist denn? Was fällt dir ein, mir nachzuspionieren, ha? Lass uns doch ein Liebeskummer nicht an die Untergebenen aus. Es ist doch gar nicht so schlimm, wie es ausschaut. Wieso? Na, der Siedler, der flirtet doch nur noch aus purer Gewohnheit mit der Rösselwirtin. Der interessiert sich nämlich für das Fräulein Giesecke. Hä? Woher weißt du das? Bei denen hat's knackelt. Die sieht doch ein Blinder. Freilich, wenn einer vor Liebe blind ist, dann sieht er gar nichts mehr. Du, was, der Siedler mit der Giesecke? Mein Lieber, das wäre doch... Da wird der Leopold ein bisschen nachhelfen. Bravo, so gefallen's mir. Der brave Mann denkt an sich selbst zuerst. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Oh. Na, haben Sie von Ihrem Schreck erholt? Mhm. Gestatten Sie, ist in Ihrem Schatten noch etwas frei? Bitte? Danke sehr.
Wissen Sie, ich muss nämlich sehr vorsichtig sein. Ich vertrage die Sonne nicht. Das sieht man. Hübsch, sehr hübsch. Ich meine, da oben auf dem Schafberg ist es wirklich sehr hübsch. Hm, die Gegend ist wirklich wundervoll. Ich glaube, wir müssen das Fräulein Giesecke ein bisschen enthemmen. Na klar. Wunderbare kleine Enthemmungsmittelchen Wodka. Ja, 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 ja. Der beste Witz ist das Libowitz. Ach, das ist ja viel zu viel. Die werden ja ganz blau. Und das ist doch der Zweck der Übung. Dann tun wir eben noch ein bisschen was Rotes hinein. Paprika, kann nicht schaden. So, ein kleines Mixerchen. Ja, 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 ja. Ausgezeichnet. Also, am Mittwoch werde ich Sie auf die Schafberg einführen. Hm? Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte. Oje, oje. Höchste Zeit, Herr Leopold. Das heißt Alarmstufe 5. Entschuldigen Sie bitte, könnte ich das Boot für eine Stunde mieten? Bedauere sehr, Fräulein, das Boot ist bereits bestellt. Vielleicht morgen. Schade. Ach, was, Mensch, hinein, so. Entschuldigen Sie, ich habe das Boot gemietet. Ach. Darf ich Sie zu einer Spazierfahrt einladen? Ich denke, Sie vertragen die Sonne nicht. Oh, auf dem Wasser schon. Wollen Sie einsteigen? Bitte? Darf ich Ihnen helfen? Kommen Sie. Haben Sie keine Angst? Danke. Herr Doktor, hallo! Schnell! Ja, Cocktailstunde! Ich komme, bitte Achtung, Vorsicht, gestatten. Herr Doktor, bleiben Sie doch, Moment! Hallo, Herr Doktor, Ihre Drinks! Bitte, die Hoffnung, was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein! Bitte, bitte! Ja, erst mal können vor Lachen. Hallo. Hilfe! Hilfe! Nicht anhalten! Nein, nicht anhalten! Los, wie kommen Sie denn hierher? Ich bin Ihnen unauffällig gefolgt. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Fräulein Brigitte. Papa, wie siehst du denn aus? Ja, ich hab mir die Landestracht gekauft. Ich weiß ja nicht, was die Leute haben an die Almosen und die Pulsmärmer da unten. Diese nackigen Knie, wenn die Sonne weg ist, friert ein. Und wenn sie da ist, dann kommen die Mücken und frühstücken. Warum hast du es denn angezogen? Ich will auf die Berge. Morgen geht's auf die Schafbergalm. Juhu! Da würde ich dir aber sehr abraten. Was? Gerade dort soll es viele Mücken geben. Meinst du? Mhm, die ist berühmt dafür. Bitte schön, Herr Doktor, die Frau Chefin lässt Sie zum Kaffee bitten. Nein. Ja. Ja, ja, schönen Dank, ich komme sofort. Der hat einen Glück, der Doktor, ne? Ein paar Jahre jünger müsste man sein. Ach, Gesundheit. Sie können gehen, Herr Leopold. Frau Chefin, ich wollte nur fragen, darf ich vielleicht servieren? Danke, den Kaffee kann ich auch selber einschenken. Verzeihung, das ist ja der 100-jährige Napoleon. Da wird aber Herr Giesecke sehr feurig werden. Ich erwarte nicht Herrn Giesecke. Na, kann mir schon denken.
Sie haben nicht zu denken. Gehen Sie bitte. Bitte. Sicher ist sicher. Wie nett, dass Sie mich eingeladen haben. Bitte. Sie sehen wieder reizend aus, Frau Josefa. Danke. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich brauche Sie jetzt nicht mehr, Herr Leopold. Bitte. Lassen Sie uns allein. Was denn? So ganz allein? Mir scheint, dieser Leopold hat eine kleine Schwäche für Sie. Oder für mein Hotel. Sind Sie nicht ein bisschen zu misstrauisch, Frau Josefa? Naja, man hat so seine Erfahrung. Momentan. Das ist ja unglaublich. Jetzt horchen Sie auch noch. Gehen Sie augenblicklich an Ihre Arbeit. Ja, bitte, Sie missverstehen mich völlig falsch, Frau Chefin. Ich habe nur die Türklinke geputzt. Man weiß ja nie, was für Hände da und da. Und da blamieren Sie mich derart vor Herrn Dr. Siedler? Nochmal und Sie fliegen! Aber Frau Josefa, der Leopold hat das bestimmt nicht böse gemeint. Na ja, das weiß ich Herr schon. Herr Dr. Siedler, ich... Oh, gestatten Sie? Bitte? Ein Haar, dunkelbraun, interessant. Verschwinden Sie! Also, der Leopold, er ist ja im Grunde ein lieber, netter Kerl, aber manchmal geht er mir furchtbar auf die Nerven. Ich glaube, Sie leiden an einem Minderwertigkeitskomplex. Wie? Warum? Nicht jeder, der Sie verehrt, meint Ihr Hotel. Das weiß ich. Morgen habe ich mich für Sie freigemacht. Morgen? Ja, oder wollen Sie in diesem Jahr auf unseren traditionellen Ausflug zum Seeschlösschen verzichten? Nur das dürfen Sie mir nicht antun. Ja, natürlich, unser Seeschlösschen, ja. Oh, entschuldigen Sie, dürfte ich mir da drüben das Feuer holen? Ja, bitte, bitte. Wissen Sie, was ich mir oft überlege? Was denn? Wieso kommt es, dass Sie immer noch allein sind? Die Mannsbilder hier in diesem Land müssen doch blind sein. Vielleicht. Oder mögen Sie nicht? Ach, ich möchte schon, aber der, den ich möchte, der hat mich halt noch nicht gefragt. Und das muss ein Riesentrottel sein. Ja. Wissen Sie, das ist einer von denen, die so gescheit sind, dass sie schon wieder dumm sind. Das haben Sie wieder sehr nett gesagt. Der Hund. Lumpi. Hui. Oh, ich habe ja ganz vergessen, meine Blumen zu gießen. Wissen Sie, diese komische Pflanze braucht besonders viel Wasser. So, lieber Herr Doktor, und jetzt wollen wir noch unser Wiedersehen begießen. Oje. Ich hab doch hier einen Cognac hergestellt. Na, sowas. Oh, das macht doch nichts. Aber wir können auch in die Bar hinuntergehen. Ja, Herr Brandmeier. Ja, guten Morgen, Herr Feuerwehrhauptmann. Was machen Sie denn da, hä? Ja, eine Feuerlöschübung, Herr Feuerwehrhauptmann, wo Sie mich doch zum freiwilligen Unterschlauchführer befördert haben. Sehr gut. Ich werde Sie von nun an nicht mehr Brandmeier, sondern Löschmeier nennen. Wissen Sie, ich habe mir immer gedacht, eines Tages wird der Dr. Siedler mal zu zweit kommen. Bis ich mich mal entschließe. Na, Sie werden halt die Richtige noch nicht gefunden haben. Vielleicht doch. Sie weiß es nur noch nicht. Thank you.
hab's satt. Ich will nicht mehr leben. Ich werde mich erschießen. Feuer. Josefa. April. Für ein Lächeln von ihr, für ein einziges Wort, hätte ich alles getan, sofort. Doch für sie ist ein Scherz, was für mich ein Schmerz. Ich glaub, die hat kein Herz. Für ein Körnchen Gemüt, einen Hauch Sympathie, hätte ich Pferde gestohlen für sie. Und für sie wäre ich gesprungen ins Wasser hinein. Doch in einem Fall, da sag ich nein. Nein. Zuschauen kann ich nicht. Zuschauen mag ich nicht. Wann ich nicht selber bin dabei, bricht mir das Herz entzwei. Neidisch bin ich nicht. Nein, das sei ich nicht. Aber zuschauen, ich gestehe. Zuschauen tut heut gar so weh. Ja, Herr Leopold, was fehlt Ihnen denn heute Morgen? Fragt mich nicht. Ist alles aus. Der Siedler und die Rösselwirtin sind sich einig. Das glaube ich nicht. Gerade hat er mir ein Billettel für die Chefin gegeben. Aha, ein Liebesbrief. Aber wo? Ich hab's doch gelesen. Was? Ja, sag einmal, du Lausbub, du Elendige, du bist ja kriminell. Es ist mir unter den Fingern aufgegangen. Ja, bist du vollkommen verdrottelt? Fremde Briefe aufmachen, ha? Klärt sich sowas? Was steht denn drin? Dass er sich heute leider nicht mit dir treffen kann, weil er eine wichtige berufliche Sache zu erledigen hat. Das schau her, er versetzt sie. Das geschieht ihr recht. Ich wette, was Sie wollen, die wichtige berufliche Sache ist das Fräulein Giesecke. Was du meinst? Was Ihnen fehlt, ist meine Erfahrung in der Liebe. Es wird mein Genuss sein, diese Trauerbotschaft der Chefin zu überbringen. Ja, Herr Leopold! Psst, der Zweck heiligt die Mittel. Sie braucht doch nichts von der Absage zu erfahren. Ich werde anstelle von Herrn Dr. Siedler im Seeschlösschen erscheinen. Herr Leopold, Sie machen sich. Herr Leopold, Sie machen sich. Herr Leopold, Sie machen sich. Hallo, Herr Doktor. Guten Tag, Herr Leopold. Darf ich Ihnen vielleicht einen Platz am Tisch von Fräulein Giesecke anbieten? Das wäre mehr als freundlich. Aber Sie kennen doch meine schwierige Situation. Verlassen Sie sich nur auf mich. Wir werden das Kind schon schaukeln. Na schön, auf Ihre Verantwortung. Ich wage mich in die Höhle des Löwen. Übrigens, würden Sie mir noch einen Gefallen tun? Je, Herr Doktor, je. Ich habe Herrn Sülzheimer hierher bestellt und Sie müssen für ihn ein Zimmer organisieren. Na, das Geschäft ist richtig. Ausgerechnet den Prozessgegner von Giesecke. Aber nein, nicht der Senior, sondern sein Sohn, der schöne Sigismund Sülzheimer, der sowieso bald die Firma seines Vaters übernimmt. Und vielleicht könnte man sich dann in Güte einigen, was mir aus ganz gewissen Gründen sehr recht wäre. Mir auch. Ich bin mein Herz und Beinbruch, Herr Doktor. Danke sehr. Ich darf, dass ich vorausgehe? Bitte. Verzeihung, gnädige Frau, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Herrn Doktor an Ihrem Tisch platziere. Ich persönlich nicht, aber... Danke sehr. Nein, bitte hier, Herr Doktor, hier. Mann, ja. Herr Doktor. Schönen Dank, Herr Leopold. Schönen Dank. Also, es bleibt bei unserer Verabredung. Morgen mit dem Dreierzug auf die Schafbergalm. Ja. Herr Doktor, auf die Schafbergalm? Auf der Alm, da gibt's Musik! Musik!
Schön ist die Welt, schön ist die Welt. Heute haben wir wieder Sonnenschein. Blühendes Feld, lachendes Feld. Wer wird da noch melancholisch sein? Hör doch mal zu, hör doch mal zu. Jeder kleine Vogel pfeift sich was. Sing doch auch du, pfeif doch auch du. Oder brumm dir was im Pass. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Weil die Musik spürt, ja, Eudrio. Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein, so wie nirgendwo. Es blüht der Holunder den ganzen Sommer mitunter und nur die Liebe, die blüht's ganze Jahr. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein, ja, da sind wir immer so. Heidrio! Es blüht der Holunder den ganzen Sommer mitunter und nur die Liebe, die blüht's ganze Jahr. Und jetzt, im Salz kann man gut, ja, kann man gut lustig sein. Ja, das haben wir immer so. Vom Giesecke. Ja, was ist denn los? Sie gestatten doch, dass ich diesen Herrn an Ihren Tisch setze. Wir erwarten nämlich einen Massenansturm. Ja, also wenn es sein muss. Es muss. Der Herr ist nämlich auch aus Berlin. Was? Sie sind Berliner? Ja, sozusagen Wahlberliner. Sorry, ja. Ich freue mich über jeden, solange er nicht Dr. Siedler ist. Nein, der Herr Doktor heißt anders. Oh, angenehm, Dr. Anders. Ich höre auf den Namen Wilhelm Giesecke. Haben Sie noch nichts von meinem Haarwuchsmittel-Schatzendurst gehört? Nicht, dass ich wüsste. Ja, Sie haben es ja auch noch nicht tätig. Übrigens meine Tochter Brigitte. Nannten Sie vorhin nicht den Namen Dr. Siedler? Ja. Kennen Sie den etwa? Oh, nur ganz flüchtig. Oh, ich sage Ihnen, das ist der größte Halunke, der rumläuft. Da lesen Sie mal den unverschämten Brief, den mir der Kerl geschrieben hat. Papa, du belästigst Dr. Anders mit deinen Privatangelegenheiten. Kind, misch da nicht in meinen Ärger. Gehen Sie ruhig hin. Das ist sehr interessant. Ich bin nämlich auch Rechtsanwalt. Das ist umso besser. Vielleicht engagiere ich Sie so, ja. Dann werden wir diesen verdammten Dr. Siedler mal gehörig einhalten. Das war ein Meisterstück. Wie Sie Ihrem Vater die Schafbergalm ausgeredet haben. Mit Diplomatie geht eben alles leichter. Grüß Gott, Herr, etwas gefällig? Was ich haben will, haben Sie doch nicht. Ich will eine Weiße mit einem Schuss. Schuss? Schuss haben wir nicht. Das habe ich mir gedacht. Na nun, was ist denn das? Das? Das ist der Zug auf die Schafbergalm. Was, da geht eine Eisenbahnruf auf die Schafbergalm? Ja, ja. Und ich grinnt viel Lofe. Ja, ja. Rindviecher laufen. Darf ich den Wein schon aufmachen? Ja, ja, ja. Meine Braut muss jede Sekunde kommen. Vielleicht schenken Sie schon ein, Herr Kollege. Oh, das ist nett, ja. Danke, schön. Wunderbar. Danke. Prost, Frau Josefa. Mein Text. Werte Frau, heute an diesem Nachmittag steht vor Ihnen nicht ein Angestellter. Nein, es sitzt vis-à-vis ein unabhängiger Mann und selbstständiger Liebhaber. Ständiger Liebhaber und Angebetete, lassen Sie mich an Ihrem Busen ruhen. Wenigstens einmal in der Woche. Nein, das ist schlecht. Zweimal in der Woche ist viel besser. Zweimal in der Woche. Ich lege Ihnen, jetzt muss ich tarnen, ich lege Ihnen mein Herz zu Füßen oder wohin Sie wollen. Nicht nur die Füße, nein, auch die Hände. Ihre kleine, zarte Hand möchte ich fürs ganze Leben festhalten. Und, Euwe, sie kommt. Ich lege Ihnen mein Herz zu Füßen oder wohin Sie... Hallo, Frau Josefa, bitte hier sitzen wir, kommen Sie. Ich bin nicht mit Ihnen verabredet. Ui. Der Herr Dr. Siedler kommt aber nicht. Wieso? Ja, wieso? Der ist mit einer anderen Dame verabredet. Das ist nicht wahr. Doch, er ist mit Fräulein Giesecke auf die Schafbergalm gefahren.
Ach, das glaube ich Ihnen nicht. Aber ich weiß es ganz genau. Wirklich. Frau Josefa, sind Sie doch nicht traurig? Was brauchen Sie einen Dr. Siedler? Sie haben doch mich, Sie haben doch den Leopold. Und der wird Sie ein ganzes Leben lang nicht versetzen. Also kommen wir ans Trinkenswas und vergessen wir die Geschichte. Sie lügen. Der Dr. Siedler trifft sich nicht mit einer anderen, wenn er sich mit mir verabredet hat. Na, dann überzeugen Sie sich doch. Fahren Sie mit rauf auf die Schafbergalm. Das werde ich auch. Na, dann gehen wir, gehen wir, gehen wir. Sie sind auf einmal zu ernst. Fräulein Brigitte, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Und dabei machen Sie ein Gesicht wie beim Begräbnis? Ja, es ist nicht sehr einfach. Also, der Tatbestand ist folgender. Fahren Sie fort, Herr Rechtsanwalt Dr. Anders. Ja, eben nicht anders, sondern ganz anders. Ich heiße Siedler. Siedler? Ja. Dr. Siedler? Ja. Na, der Tierchef ist richtig. Schauen Sie nur, wie schön es da unten ist. Meinen Sie vielleicht, ich bin hier oben hochgeklettert, um zu sehen, wie schön es da unten ist? Ich habe mir gleich gedacht, dass mit Ihnen was nicht stimmt. Ja, und was gedenken Sie jetzt zu tun? Oh, ich habe mich noch nicht festgelegt. Aber ich? Wenn Sie versuchen, mich zu küssen, dann erleben Sie was. Das ist genau das, was ich möchte. Lassen Sie mal sofort den Kopf von meiner Tochter los. Verzeihung, Also deswegen hast du mir die Alm vermiesen wollen. Da hast du mich ja schön verschaukelt. Aber Papa... Nein, nicht doch, Herr Giesecke. Ich habe Schuld. Na nur, wieso? Darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten? Aber, Sie sind ja ein ganzer schneller Junge. Dankeschön. Na, bitteschön. Da haben Sie sie. So, nehmen Sie Platz, junger Mann. Frau Josefa, bitte. Na ja, wenn meine Kleine sie durchaus haben will, ich bin ja schließlich kein Unmensch. Ich danke Ihnen, Herr Giesecke, aber vorher habe ich Ihnen noch eine Kleinigkeit mitzuteilen. Moment. Ober, bringen Sie eine Pulle Sekt. Jawohl, bitte sehr. Wir müssen die Sache doch erstmal beschießen. Dankeschön, Herr Giesecke, aber was ich sagen wollte... Ich wäre verrückt, da kommt ja teilweise Rössel. Hallo, Frau Wirtin Wundermilch, kommen Sie näher. Kommen Sie, seien Sie nicht so schüchtern. Setzen Sie sich zu uns. Trinken Sie gleich den Sekt mit uns. Nein, bitte, lieber Herr Giesecke, das ist nicht nötig. Wir wollten eigentlich also wieder runter. Also machen Sie keine Sachen. Zu teilen. Können wir nachher noch. Kommen Sie. Wir wollen nämlich gerade Verlobung feiern. Also doch. Ich gratuliere. Danke. Sie hatten recht, Herr Leopold. Aber ungern, Frau Josefa, sehr ungern. Entschuldigen Sie mich Ja, aber bitte. Was hat denn das alles zu bedeuten? Dass der Herr Doktor heute auch mit mir verabredet war, Fräulein Giesecke. Im Seeschlösschen. Ja, aber ich verstehe das alles nicht, Frau Josefa. Ich hatte mich aber Ihnen für heute Nachmittag entschuldigt. Ja, wirklich, das stimmt. Das stand doch in dem Brief wegen der beruflichen Sache. Das Ganze ist also eine Intrige von Ihnen. Herr Leopold, Sie haben einen Brief unterschlagen. Nein, ich... Ja, ich dachte mir, wenn ich vielleicht für den Herrn Doktor einspringe bei der Frau Josefa, dann... Sie sind entlassen. Entlassen? Nein. Herr Dr. Siedler, können Sie nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Dr. Siedler? Entweder habe ich nicht richtig gehört oder ich habe einen Sonnenstich. Das war es doch, was ich Ihnen vorhin sagen wollte, Herr Giesecke. Sie sind Dr. Siedler? Und Sie haben die Frechheit, mich und mein armes, unmündiges Kind unter falschem Namen auf den Arm zu nehmen und sich auch noch mit uns zu verloben? Herr Giesecke, bitte hören Sie mich einen Augenblick nur an. Nee, mit Ihnen verkehre ich bloß schriftlich. Und dennoch bloß, wenn ich muss. Komm, Brigitte. Aber Papa, nur weil er unser Gegenanwalt ist? Und dann willst du den vielleicht noch in Schutz nehmen? Aber er kann doch nichts dafür. Also Schluss, jetzt noch bin ich erziehungsberechtigt. Komm, los. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. Ja, bitte sehr, bitte gleich. Frau Josefa, können Sie mir noch einmal verzeihen? Nein, Leopold, Ihnen nicht. Und Ihnen auch nicht, Herr Dr. Siedler. Guten Tag, meine Herren. Aber Frau Josefa, bitte lassen Sie mich doch erklären. Pardon. Entschuldigung. So. Jetzt ist alles im Eimer. Ausgerechnet heute kommt der junge Herr Sülzheimer, der schöne Sigismund. Was? Ja. Das schauen wir ja sehr gut aus. Das kann man wohl sagen. Sie haben Sekt bestellt, bitte. Ach, das ist längst überholt. Bringen Sie Gift für zwei Personen. Mein lieber Herr Leopold, das haben Sie ja intelligentes eingefädelt. Ja, ne? Wo andere einen Vogel haben, habe ich gleich einen ganzen Hubschrauber.
Als Siege in der Wiege lag, da war es schon zu sehen. Das Kind wird wunderschön, wie Stampi aus Athen. Die Mädchen auf dem Lande und die Teenager der Stadt. Die sagen nur, kein Neid mehr hat, der hat. Aber was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür? Bin ich schön. Hab noch ein bisschen Geduld, Klärchen. Gleich lassen wir die verpestete Landstraße hinter uns. Ja, Papa. Was ist denn das? Hallo, hallo, hallo. Na, meine Damen, wo wollen Sie denn hin? Nach St. Wolfgang. Bitte, steigen Sie ein. Oh, danke. Auf rein, danke. Ist nett. Ist ja noch Platz genug. Oh, eine skandalöse Sittenlosigkeit. So was wäre zu meiner Zeit unmöglich gewesen. Ja, Papa. Ach, ich bin doch sehr glücklich, dass du nicht so bist. Nein, Papa. Ah, schau mal, ein Philistus Gallicus. Du, das ist ein wundervolles Exemplar. Ah. Klärchen, ich habe meine Brille verloren. Ja, Papa. Du, das ist aber ein ganz großer Boomer. Das wäre was für meine Sammlung. Vielleicht auch zufällig nach St. Wolfgang? Oh ja, bitte. Bitte, dann steigen Sie ein. Wirklich? So hübsche junge Dame nehme ich immer gern mit. Bitte. Da oben habe ich Sie für einen großen Brummer gehalten. Aber jetzt sehe ich, Sie sind ein loser Falter. Haben Sie recht. Ich flattere gerne von Blume zu Blume. Darf ich mir erlauben, Sie und das verehrte Fräulein Tochter nach St. Wolfgang zu bringen? Auf Fliegen verstehe ich mich ja. Aber mehr auf Stuben fliegen. Also, gehen wir in die Luft. Was denn das für ein Lärm? Ein Hubschrauber ist vor dem Hotel gelandet. Was, ein Hubschrauber? Na, so verrückt kann nur Sigismund Sülzheimer sein. Na, hat Ihnen unsere kleine Luftreise gefallen, Klärchen? Ja, wunderbar. Jetzt weiß ich endlich, wie einem Insekt zumut ist. Ah, Herr Sülzheimer, dass Sie aber auf die tollsten Ideen zu reisen. Servus, Herr Doktor. Ein echter Sigismund, wie geht's? Danke. Ich werd verrückt. Der junge Sülzheimer. Mir bleibt doch nichts ersparen. Und der verdammte Siedler ist auch dabei. Na, der hat mir gerade noch gefehlt. Haben Sie noch mehr Gepäck? Ja, ja, kommen Sie. So. Achtung. Das ist so super. Donnerwetter, Herr Sülz, aber ich wusste gar nicht, dass Sie so ein Genie sind. Ha, das ist doch gar nichts, da habe ich noch ganz andere Sachen in petto. Wenn Sie auch jetzt arbeitslos sind, aber Ihr Trinkgeld sollen Sie trotzdem haben. Herr Dr. Siedler, können Sie mir mit etwas Kleingeld aushelfen? Ja, aber natürlich, bitte sehr. Dankeschön. So. Dankeschön. Bitteschön. Klärchen, darf ich bitten? Kommen Sie. Komm, Brigitte, wir reisen ab. Los, wir packen. Bitte, bitte. Aber würde das nicht nach Flucht aussehen? Aber oder? Das ist mir. War das hier da? Ach so. Ja, diesmal hast du ausnahmsweise recht. Wir bleiben. Verzeihung. Habe ich die Ehre mit der berühmten Röstelwirtin? Die haben Sie? Mit wem habe ich die Ehre? Sigismund Sülzheimer. Sicherlich werden Sie von mir schon gehört haben.
Ja, ja, natürlich. Ja. Man hat für mich in Ihrem Hause Zimmer bestellt. Eines Tages werden Sie zu Ihren Enkelkindern sagen können, in diesem Hause wohnte der weltberühmte Erfinder Sigismund Sülzheimer. Ach, Sie sind Erfinder? Ja, ja, nur als Hobby. Mein Beruf ist die Haarwuchsmittelbranche. Wenn Sie einmal Haare auf den Zähnen haben wollen, dann benutzen Sie diese Havuzaba. Wie bitte? Und diese Haarwuchszahnpaste. Also die haarwuchsfördernde Wirkung ist so epochal. Ich habe jüngst einmal damit einen kahlgescheuerten Persianer eingerieben. Der muss jetzt alle 14 Tage zum Friseur. Ja, ja. Die gebrauchten Tuben kann man jederzeit als Zauberflöte verwenden. Darf ich mir erlauben? Probepackung. Vielen Dank. Vorsicht, nicht zu fest auf die Tube drücken. Danke. Gleichfalls. Die Herberge ist viel zu teuer. Ich glaube, wir gehen wieder. Ja, Papa. Aber Herr Professor, ja. Wo wollen Sie denn hin? Ja, ich sagte gerade, das ist für meine bescheidenen Verhältnisse ein bisschen zu luxuriös. Aber keineswegs, bitte. Bleiben Sie, ich werde mich sofort erkundigen. Rechnen Sie bitte nur den halben Pensionspreis, den Rest bezahle ich. Hier, bitteschön, wie Sie wünschen. Ja, Dankeschön. Na, also, Herr Professor, alles in Ordnung. Ja, aber was? Nein, Sie müssen bleiben. Die Frau Resselwirtin rechnet schon sehr stark mit Ihnen, nicht wahr? Wie hoch? Ich meine, wie hoch rechnen Sie so das Zimmer inklusive mit allem einschließlich? 90 Schillinge. Für eine Person? Für zwei Personen. Na also, bravo. Ja, das ist wohl feil. Ja, ich freue mich immer, wenn im Beherbergungsgewerbe der Moloch Profitgier nicht Fuß gefasst hat. Ja, wir tun, was wir können. Wer war denn das? Kennen Sie nicht? Das sind doch die berühmten Verena Sisters. Was ist das? Wiedersehen. Zwei tolle Bienen. Bühnenerscheinungen. Aber Sie gefallen mir natürlich viel besser. Vielen Dank. Ja. Wir sehen uns beim Abendessen. Ja, natürlich, junger Freund. Komm, Klärchen. Komm. Ja, Papa. Herr Leopold, was soll denn hier ohne Sie werden? Ein Sauhaufen wird werden. Aber das ist mir wurscht. Ich werde dieses gastliche Haus morgen früh für immer verlassen. Ja, ja, Hansi, wir machen sonst nichts an, aber unseren Stolz haben wir. Dann bleibe ich auch nicht mehr da. Ich lasse mich nicht von einem Weib tyrannisieren. Du bleibst. Sie braucht einen Mann im Haus. Genau. Und deshalb werde ich jetzt noch einmal mit ihr sprechen. Sie muss die Entlassung zurücknehmen. Moment. Wenn einer mit der Rösselwirtin spricht, dann bin ich's. Herr Leopold. Und zwar gleich. Aber du gehst schlafen, Franzl. Herein. Kann ich Sie einen Augenblick? Ach, Sie sind's. Ja, ich bin's. Nicht der angebetete Herr Dr. Siegler, der Sie versetzt hat. Was fällt Ihnen ein? Wie reden Sie denn mit mir? Wie ich schon längst mit Ihnen hätte reden sollen, Frau Vogelhuber. Wie kann eine Frau wie Sie nur so wenig gesunden Menschenverstand haben? Leopold! Für Sie noch immer Herr Brandmeier, bitte. Ich lege Wert auf das Wort Herr. Es ist doch nicht... Ich wünsche keine weiteren Vertraulichkeiten mehr. Schluss. Mein Gott, wenn Sie nicht genauso hoffnungslos vernagelt wären wie ich, dann hätte es uns beiden noch allerhand werden können. Aber Sie? Glauben Sie vielleicht, Sie wären die Frau Doktor? Hä? Ich verbiete Ihnen! Jetzt rede ich! Und sonst niemand! Herr Brandmeier! Sie, ich habe mich zum Narren machen lassen. Jawohl, zum Hofnarren der Rösselwirtin. Wer bin ich denn? Bin ich vielleicht Ihr Bettverleger? Schön wär's. Aber jetzt habe ich genug. Ich gehe. Und wenn Sie mich auf den Knien bitten, hier zu bleiben. Ach, Sie sind ja verrückt. Was bieten Sie sich denn ein? Oh, immerhin. Was will ich meinen? Frau Josefa, Frau Pepperl, Frau Peppi. Peppi, können Sie nicht meinem armen Herzen ein kleines bisschen Hoffnung machen? Ich meine, nur so ein bisschen so vielleicht. Ich liebe Sie. Ich glauben Sie mir, so hat Sie noch kein Mensch geliebt. Das glaube ich Ihnen, Leopold. Ja. Herr Brandmeier. Nein, bitte, der Leopold ist mir schon sehr recht. Wenn Sie, bitte, Pepperl. Tut mir leid, Herr Leopold. Adieu. Dann entschuldigen Sie. Adieu, Frau Vogelhuber. Es ist einmal im Leben so. Und anderen geht es ebenso. Es ist einmal im Leben so. Naja, anderen geht es ebenso. Was man möchte so gern, das liegt so fern. Wenn man,
Wenn man alles haben könnte, wenn man ohne Mühe fänd, was man nie erreicht, ja, mein lieber Freund, dann wär's leicht. Doch man sieht allmählich ein, man muss hübsch bescheiden sein. Schweige und begnüge dich, lächle und füge dich. Ja, es ist einmal im Leben so. Andern geht es ebenso. Grad der allerschönste Traum bleibt nur Schaum. Das ist nur ein schwacher Trost. Na dann, Prost. Komm, Hansi, Zucker. Das Taxi ist schon da, Herr Leopold. Schon? Danke, Franz. Danke. Mein Gott, wie du wieder ausschaust, ganz schief aus dem Maschen, pass doch ein bisschen auf dich. Und verlieb dich nie in deine Chefin. Hörst? Sonst hast du nur Kummer. Ich werd's mir merken. Sie nehmen also den Frühzug? Ja. Und ich möchte mich nun endgültig von Ihnen verabschieden, Frau Chef. Frau Vogelhuber. Heißt dann lebenswohl. Dann danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Haben Sie was gesagt? Nein, Frau Vogelhuber. Vielleicht der Hansi. Also dann gehen Sie endlich. Bitte, Frau Vogelhuber. Und du hör auf, in der Saison wird nicht kalt. Geh an die Arbeit, aber rasch. Morgen, Herr Leopold. Oh, morgen. Leben Sie wohl, Herr Doktor. Zum Doktor, bitte. Zum Bahnhof, bitte. Ja, Herr Doktor, bitte. Entschuldigen Sie vielmals, dass ich Ihre Verlobung schon vor der Hochzeit zerstört habe. Aber bitte, bitte, keine Ursache, das kriege ich schon hin. Was haben Sie denn vor? Ich fahre in Erholung. Ja, aber warum erholen Sie sich nicht im Weißen Rössel? Bin doch entlassen. Na und? Das ist doch Ihr Glück. Mein Glück. Als Kellner hatten Sie keine Chancen. Aber als Gast muss die Rösselwirtin Sie respektieren. Sie werden ja so lange den Hof machen, bis sie nachgibt. Nein, das geht nicht. Ja, aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum nicht? Ja. Herr Doktor, wie ist das Motto unseres Hauses? Hier war der Kaiser Gast, hier ist der Gast König. Ich bin der König. Herr Doktor, also dann, bis später, Herr Kollege. Wieso, sind Sie auch Doktor? Nein, aber Gast. Ach so, ja, natürlich. Ja. Also bis später. Wiedersehen. Fahrer, zum Weißen Rössel, bitte. Fahren Sie vor. Was? Ich meine, fahren Sie zurück. Meinen Vogel, bitte. Danke. Und mein großes Gepäck bringen Sie später nach. Hier, mein guter Mann. Oh, danke. Oh, bitte. Na? Was schaut denn so blöd? Ich meine, was ficht euch an? Kümmert euch lieber meine Bagage, mein Bagagegepäck. Aber Dalli! Portier! Portier! Na, endlich! Haben Sie es vergessen, Herr Leopold? Mein Name ist Leopold Brandmeier. Ich wünsche ein Doppelzimmer mit Bad für meinen Vogel und für mich. Hast du was gesagt, Hansi? Ach ja, mit Telefon, Sie haben es gehört. Aber Herr Leopold... Brandmeier, wenn ich bitten darf. Was für ein Zimmer können Sie mir offerieren? Wie wär's mit Nummer 18? Sind Sie wahnsinnig geworden? Nummer 18 läuft der Wasserhahn. Und dann vielleicht Nummer 11? Nein, 11 passt mir ganz und gar nicht. Nummer 11 ist das Bett zu kurz, außerdem macht die Tapete meinen Hansi nervös. Geben Sie mal her. Sagen Sie mal. Vielleicht. Ja, geben Sie mir 9 und stellen Sie mir den Schaukelstuhl von 5, die Stehlampe von 12, die Couch von 28 und den Plattenspieler von Frau Vogel hinein. Verstanden? Au! An einem Gast wie mir werden Sie Ihre helle Freude haben. Ich bin nicht großzügig, aber dafür schwierig. Oh, küsst die Hand, Frau Vogelhuber. Das
das ist aber eine Überraschung. Ja, gnädige Frau, Überraschungen sind die Würze des Lebens. Wie Sie sich plötzlich verändert haben. Ja, wenn Sie sich's vielleicht anders überlegt haben, dann überlege ich mir's vielleicht auch anders, Leopold. Bedauere, Frau Vogelhuber, zu spät. Jetzt bin ich Hotelgast und ich möchte Sie bitten, mich hinfort nicht mehr Leopold, sondern Herr Brandmeier zu nennen. Ich hoffe, dass Ihr Hotel meinen Ansprüchen genügen wird. Habe die Ehre, Frau Vogelhuber. Eine Verpflegung. Vor allem billig. Ja, Papa. Aber bei all dem dürfen wir den wahren Sinn des Reisens nicht vergessen. Die Natur ist das Wichtigste, nicht die Knödel. Ja, Papa. Ich möchte vom Oberkellner bedient werden, verstanden? Jawohl. Oberkellner. Ja, bitte, der Herr wünscht von mir. Was, Sie sind der neue Oberkellner? Ja, ja, bitte, warum? Also, ich kann mir nicht helfen, aber ich habe mir besser gefallen. Wie bitte? Nix, nix. Was ist das? Stapfen. Sowas. Was können Sie mir Genießbares empfehlen? Genießbares, bitte. Auch. Na. Ja, Moment, bitte. Reden wir Paprikahuhn. Das war ja gestern schon von gestern. Das wissen Sie. Na bitte, dann nehmen wir einen Fisch. Fisch? Nein, der ist mir auch schon etwas zu lange tot. Ja, na. Und wie wär's mit einer gefüllten Kalbsbrust? Und wie alt ist die? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich Ihnen empfehlen soll. Einen anderen Tisch. Ihr zieht's. Ja, bitte. Aber nein, Moment, bitte. Hier geht es nicht. Hier geht, der ist besetzt. Stimmt. Von mir. Nein, bitte. Das ist von einem anderen. Sie sehen ja, ist er. Also das muss ich mir nicht bieten lassen, noch dazu in der Hochsaison. Dann rufen Sie mir Ihre Chefin. Ja, bitte, wie Sie wollen. Aber ein bisschen schneller. Ja, ja, bitte. Geh mal, geh mal. Ja, ich gehe ja schon. Zack, zack. Was? Na, also. Brigitte, setz dich jetzt mit dem Rücken gegen den Kerl. Was macht denn das für ein Eindruck? Das ist mir Piepe. Ich sehe doch, wie der Siedler dauernd nach dir hinschielt. Also los, rückrum. Bitte. Hallo? Ja. Hier bin ich. Ja. Dann nehmen Sie bitte einen Augenblick Platz. Ja, bitte, wenn es unbedingt sein muss. Ist mein Wind. Ist? Hm? Ja. Hat der Siedler da mit den jungen Sülzheimer wohl wieder auskocht? Die reden bestimmt von unserem Prozess. Du hast immer diesen grässlichen Prozess im Kopf. Dabei bin ich sicher, dass Dr. Siedler sich bemüht, Sülzheimer zu einer gütlichen Einigung zu überreden. Wenn ich mal jütlich einigen will, dann brauche ich dazu nicht den Herrn Dr. Siedler. Jütlich? Brigitte, Kind, ich glaube, ich habe eben das Ei des Kolumbus gelegt. Sag mal, wie gefällt denn dir der schöne Sigismund Sülzheimer? Hm? Was meinst du damit? Nicht, gar nicht. Ich meine bloß. Also, wir sind uns doch im Prinzip einig. Bitte? Wir sind uns im Prinzip einig. So, ja, ja, natürlich. Ich werde sofort meinen Vater in Berlin anrufen. Vergessen Sie es nur nicht. Ja, nein. Also dann bis später. Bis später. Sie wünschten mich zu sprechen. Na, allerhöchste Zeit. Ich wünsche zu wissen, warum hier die Gäste mit alten Paprikahühnern gefüttert werden. Leopold, Sie haben doch selbst gesagt, die Paprikahändler müssen verkauft werden. Ja, das habe ich als Oberkellner gesagt. Aber als Gast sage ich, diese antiquarischen Paprikavögel dürfen nicht verkauft werden. Das ist ja direkt Leichenschändung. Nein, Sie nicht so. Na bitte, das auch noch. Der Tisch wackelt ja. Ich nehme einen anderen. Unerhört. Bitte Platz. Verzeihung, die Damen. Darf ich an Ihrem Tisch Platz nehmen? Oh, ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, bin schon da. Sagen Sie, woher kenne ich Sie eigentlich? Sind Sie nicht von der Zeitung? Ja. Oh, ja, ja, ja. Ich bin der rasende Reporter Brandmeier. Ja. Ach, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ganz andererseits. Meine ganz meinerseits. Ja, ich muss Sie unbedingt für die Zeitschrift der Playboy interviewen. Ah, wirklich? Nein. Ja, ja, und wie? Aber wie? Und jetzt zeige ich Ihnen meine Lieblingserfindung, den Frühstück-O-Mat. Achtung. Guten Morgen, Liebling. Guten Morgen, Liebling. Oh, bei Ihnen klingt das aber noch viel schöner. Klärchen, das geht aber zu weit. Aber Herr Professor, jetzt kommt etwas für Sie. Eine Kreuzung zwischen Kuckucksuhr und Elektronengehirn. Achtung. Prosit. Das ist eine tolle Erfindung. Viel besser als jede Superrakete. Und vor allem weitaus bekömmlicher.
So. Oh, pardon. Also, wenn es nach mir ginge, kämen Sie in meiner Zeitschrift auf jede Titelseite. Und wohin käme ich? Auf jede Rückseite natürlich. Oh, Zahl! Bitte sehr, bin ich gleich. Bin schon. Das ist ein guter Witz. Ja, ja. So gute Witze mache ich öfters. Ja. Verzeihung, die Dame, darf ich Sie vielleicht zu einem kleinen Drink in unseren Salon einladen? Ja, oh, gern. Ja. Fein, bei der Gelegenheit, da können Sie uns gleich interviewen. Aber selbstverständlich mit den Größen. Herr Leopold, Herr Brandmeier, dürfte ich Sie einen Moment geschäftlich sprechen? Momentan nicht. Sie sehen doch, ich habe alle Hände voll zu tun. Ja, aber... In diesem Hotel wird man dauernd gestört. Er benimmt sich wie eine russische Großfürst. Ja, nach der Revolution. Ich finde ihn hinreißend. Der Mann, der könnte mir noch gefährlich werden. Mir nicht. Oh, na, dein Geschäft ist richtig. Nicht nur, dass Sie mir meinen Fisch verscheuchen, hauen Sie mir ohne auf den Kopf. Was denn? Sie sind der Hinzelmann. Sie sammeln wohl Ungeziefer, ne? Eigentlich mehr Geziefer, aber so kannst du Leier auch nennen. Sie, Professorchen, sagen Sie mal, der junge Sülzheimer, ist das der Bräutigam von Ihrer Tochter? Ehemann. Was, Ehemann? Also, Ehemann für mein Klärchen den passenden Bräutigam finden wird, wird noch geraume Zeit vergehen. Es ist mit meiner Brigitte genau dasselbe. Den sie will ich nicht und den ich will sie nicht. Ja, so ist das Leben. Meine Damen, guten Tag. Rasch, husch, husch ins Wasser. Wer wird denn bei so einem schönen Wetter so ein verregendes Gesicht machen? Ja. Ja, der meint doch das nicht so. Nein. Dann schauen Sie sich den Salat mal an. Käfer, ahoi! Auch ein netter Wasserkäfer? Ja, schauen Sie, der arme Sigismund, der hat dann Sexappeal und gleich ein bisschen viel, drum ist er infantil. Denn wenn ein Mann so schön ist und um ihn so ein Geriss, dann merkt er's gar nicht mehr, wie blöd er ist. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Und wenn bei diesem Mann die Schönheit ein Versehen ist, was kann denn er dafür, dass man ihm alles gibt? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Die Damen schwimmen rum wie Fliegen im Glasbier, so dass ihm heiß wird, auch wenn gar kein warmer Föhn ist. Was kann der Sigismund, der blöde Hund, dafür? Moment, gib mal her, Kleiner. Wir wollen mal ein bisschen Amor spielen. Nein. Ja. Passen Sie auf. Ja, so war das. So, Ihren Sigismund müssen Sie aber jetzt selbst daraus angehen. Oh, vielen Dank. Petri, heil! Helfen Sie mir! Ja. Ja, danke schön. Na, sowas. Diese albernen Gänse, da sind Sie ganz anders. Ja? Dabei habe ich mich in der letzten Zeit gar nicht um Sie gekümmert. Nein. Ja, aber das soll jetzt anders werden. Ja? Ich will nichts mehr wissen von diesen Badejungfrauen. Nein? Sagen Sie, Sie können wohl überhaupt nichts anderes sagen als Ja und Nein. Ja. Na, dann sagen Sie es. Nein. Ja. Also kommen Sie. Sagen Sie wenigstens Sigismund zu mir. Nein. Aber warum denn nicht? Sigismund ist doch ein sehr schöner Name. Bitte sagen Sie Sigismund. Nein. Sie kommen mir vor wie ein Mädchen, das ich einmal im Flugzeug erlebt habe. Die hat 3000 Kilometer lang kein Wort gesprochen. Aber wie sie zum ersten Mal den Mund aufgemacht hat, da hat sie so fürchterlich gelispelt. Ich sage Ihnen, jeder F-Laut ein Doppelzischer. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich nicht Sigismund sage. Da sind viel zu viele S drin. Lieber sollen Sie von mir denken, ich bin dusselig. Ja, aber bei Ihnen klingt das ja ganz entzückend. Ja? Ja.
Die meisten Männer haben kein Fingerspitzengefühl, keinen Takt. Dabei haben sie oft selbst ihre Fehler. Ja, natürlich. Neulich habe ich einen gesehen, der war noch ganz jung und von kahlköpfig. Das sah vielleicht lustig aus. Ja, kommen Sie. Du, ich habe einen grässlichen Verdacht. Verdacht? Wieso? Papa findet plötzlich den jungen Sülzheimer so nett. Ah. Na, jedenfalls spricht er dauernd von ihm. Sülzheimer und Giesecke, gar nicht schlecht. Wenn du den schönen Sigismund heiratest, dann ist alles in Butter. Na, du bist ja gut. Na ja, dann wird dein Vater endlich aufhören zu prozessieren und mich nicht mehr als seinen Gegner betrachten. Tja, aber ich kann doch deshalb nicht den jungen Sülzheimer heiraten. Natürlich nicht. Denkst du, das würde ich zulassen? Ach, Frau Wirtin, auf ein Wort. Bitte, Herr Giesecke. Organisieren Sie doch bitte morgen Abend für den jungen Sülzheimer und mich einen gemeinsamen Tisch. Gerne. Unter uns, es könnte ein Familienereignis eintreten. Mit Herrn Sülzheimer? Mhm. Ja, ich dachte, Herr Dr. Siedler... Nee. Und den Dr. Siedler, dem Wind und will meine Tochter nicht mehr wissen. Das Mädchen hat meinen Charakter. Also geht in Ordnung mit dem Tisch? Ja, selbstverständlich. Dankeschön. So, Klärchen, darf ich bitten? Wir beginnen mit unserem Sprachunterricht. Zunächst einmal lauter Sätze, in denen kein S vorkommt. Erste Lektion. Ich bin Ihnen gut. Bitte sprechen Sie mir nach. Ich bin Ihnen... Nein. Aber es ist doch ganz ungefährlich. Nicht ein einziges S. Ich bin Ihnen... Na? Ich bin Ihnen gut. Sehr gut. Sehen Sie, das ist Sprechkunst. Zweite Lektion. Vielleicht die schönste von allen. Bitte sprechen Sie mir sehr sorgfältig nach. Ich liebe dich. Ich... Nein. Ich liebe dich. Ich liebe dich ja auch, mein wunderbarer, süßer Sigismund Sülzheimer. Ach, ich bin ja so froh, dass Herr Leopold dir den Pfeil in die Matratze geschossen hat. Was? Na, das ist ja allerhand. Na, den werde ich mir aber mal vorknöpfen. Aber er hat's doch bloß gut gemeint. Ich weiß. Ich werde mich persönlich bei ihm bedanken. Komm. Also schnell ein bisschen, ja, Flut. Dass mir morgen beim Fest ja alles klappt. Weiß, der Rösel darf sich nicht blamieren. Herr Anton, ja? Haben Sie auch an die Schweinswürsteln gedacht? Schweinswürsteln? Das habe ich wieder drauf vergessen. Was? Ja. Also muss ich gleich den Metzger anrufen. Ja. Aber das Extrabier für die Feuerwehr werden Sie doch hoffentlich nicht vergessen haben. Was für ein Extrabier? Herr Anton, ich habe es Ihnen doch selber aufgeschrieben. Mir, keine Frau, mir hat niemand was von einem Extrabier. Es tut mir sehr leid, Herr Anton, aber also, als Oberkellner sind Sie eine Null. Da hätten Sie einmal den Leopold erleben sollen, wenn Hochbetrieb war. Genau, da ging alles wie am Schnürchen. Verschwind jetzt da, ja? Warum haben Sie dann den Leopold nicht behalten? Na, das geht Sie überhaupt nichts an. Also, meine Frau, bitte, wenn ich Ihnen nicht gut genug bin, dann kann ich ja gehen. Sind Sie verrückt? Sie können mich doch jetzt vor dem Fest nicht sitzen lassen. Ob ich das kann? Ich bin auch nicht dazu da, um mich ununterbrochen von Ihnen schikanieren zu lassen. Das Renommee vom Weißen Rössel steht auf dem Spiel. Das ist mir jetzt wurscht. Ich habe ein besseres Angebot. Ich gehe. Grutzi, ein Sapperlock mit einer alleinstehenden Frau, erlauben gleich sich alles. Der Herr Brandmeier sitzt in der Bar. Vielleicht... Wenn Sie ihn recht schön bitten. Jetzt geht's doch an die Arbeit! Hallo, entschuldigen Sie bitte. Herr Leopold, Herr Brandmeier. Sie wünschen bitte? Kann ich Sie einen Augenblick allein sprechen? Bedauere, keine Sprechstunde. Aber es ist wichtig. Erlauben Sie bitte, dass ich Ihnen Herrn Brandmeier einen Augenblick entführe, ja? Aber bitte! Entführen? Sie wollen mich entführen? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe eine große Bitte. Endlich. Stellen Sie sich vor, am Abend vor dem Fest lässt mich der Anton im Stich. Ach, so ist das. Sie brauchen einen Ersatz? Nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Meine liebe Frau Vogelhuber, solche Geschichten können Sie mit mir nicht machen. Ich bin ja schließlich kein Notnagel. Wissen Sie was? Ja? Rutschen Sie mir den Buckel herunter! Aber, ihr... Ah, da sind Sie ja. Endlich habe ich Sie gefunden. Aber Sie habe ich verloren. Nein, nein, mich haben Sie nicht verloren. Ich bleibe hier bei Ihnen. Bitte, ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie durch Ihren kühnen Pfeil eine so entscheidende Wendung in meine Luftmatratze hineingebracht haben. Ja, es ist ja nämlich die Luft ausgegangen. Aber ihr nicht. Diese Gurken, die Sie aufgeblasen haben. Nein, doch. Und dadurch gingen die beiden flotten Dampfer über Bord. Und ich stieß aufgrund des Sees sowohl als auch aufgrund Ihres hochgeschätzten Pfeiles auf mein innig geklebtes Leibchen, auf mein innig geklärtes Liebchen, auf mein
Ihr geliebtes Klärchen, ist doch klar. Ja, ist ganz Klärchen. Sagen Sie, was wollen Sie überhaupt von mir? Bitte, ich will Sie gerne einladen zu meiner Verlobung. Oh, gratuliere. Dankeschön. Ich reiche nämlich meinem Klärchen zum Bund fürs Leben die Hand. Ah! Nur die Hand werde ich wohl kaum mehr reichen. Dann reichen Sie halt die andere. Dankeschön. Also bitte kommen Sie zu meiner Verlobung. Ja, bitte gerne, aber vielleicht nach dem Festzug. Ich gehöre nämlich zu den freiwilligen Ehren. Jungfrauen? Ja. Nein, zu den freiwilligen Ehren unter Schlauchführern der Feuerwehr. Oh, ja. Schlauch nicht echt. Wie bitte? Ich meinte, auch nicht schlecht. Werden. Albert, schauen Sie doch einmal nach. Ja, ja. Nichts klappt heute. Also das ist die Rede. Wer redet? Du, Herr Bürgermeister. Aber du musst reden, es ist doch ein Feuerwehrfest. Aber nein, du redest viel öfters und viel besser, also red du. Also red du, du bist doch der Feuerwehrhauptmann. Aber nicht überhaupt. Herr Unterschlafführer Löschmeier, Brandmeier. Herr Feuerwehrhauptmann? Sieh, dass mir heute alles klappt. Klappt. Achten Sie genau auf meine Kommandos. Jawohl. Kann ich mich verlassen? Sie sind verlassen. Immerhin, Sie können sich verlassen, Herr Feuerwehrhauptmann. Danke. Ja. Na? Na, bitte. Na also, dann ist ja alles in bester Ordnung. Gratuliere. Gratuliere. So, kommen Sie, Doktor. Ich möchte die Feuerlöschübung auf keinen Fall versäumen. Ich auch nicht. Kommen Sie. Liebe St. Wolfganger und Gangerinnen, liebe Gäste, anlässlich der heutigen Feuermarsch! Nein! Aus! Schluss! Falsch! Aus! Wassermarsch! Schluss! Aus! Aber wie? Ja, aber das ist ja Katastrophe!
Ihre Frisur. Hier. Kommen Sie. Entschuldigen Sie vielmals. Ja, macht ja nichts. Wiesmund! Wiegesmund! No. Oh, du. Nicht hier. Wo ist denn ein Klärchen? Plötzlich war sie verschwunden. Genau wie meine brillierte Neiche, kein Wunder bei den Trubel. Frau Wirt, den vergessen Sie an meinem Tisch nicht. Ach du meine Güte, der Tisch. Ja, ja, ich werde schon machen, Herr Giesecke. Ja, ich habe so den Eindruck, als ob unsere Wirtin langsam auch die Nerven verliert. Na, schlimmstenfalls feiern wir beide Konkurrenz. Was denn? So, die Verlobung von Jung Sülzheimer mit meiner Tochter. Kommen Sie. Sigismund verlobt sich heute mit Klärchen. Oh, das wird ein schöner Schock für Papa sein. Ach du meine Güte. Oh. Komm darüber. Schnell. Probieren Sie. Ich möchte gern die Schrecksekunde deines Vaters ausnutzen, damit er uns endlich sein Ja-Wort gibt. Ja, naja, das wirst du mich natürlich nicht mehr nehmen wollen. Aber im Gegenteil, ich bin nur so fähig, dass du ebenfalls einen Fehler hast. Du hast eine Perücke und mir fehlen dafür die F. Typischer Fall von Nassenausgleich. Süß bist du, Klärchen. Da unten, hört! In einer halben Stunde! Lass dich auf Eis! Mein Herr, Sie werden sofort einlegen, Mama! Einen Augenblick, bitte! So, bitteschön! Neun Kaffee, zwei Kühlein, vier Kühlein! Das will ich alles! Du, was ich kann! Ja, ist gut, gehen Sie hinauf! Können Sie nicht aufpassen! Signora, quanto non vi piace! Parto a casa! Und du hol Hilfe von den anderen Hotels. Wir brauchen jede Hand. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich soll doch in der Bar bedienen. Also geh schon, du, was ich dir sage. Bitte schön, die Herrschaft. Da oben, meine Büste. Aber meine Herrschaften, das bisschen regnet. Kommen Sie rein ins Haus, es wird schon wieder schön. Aber, meine Herrschaften, der Schnürlregen dauert längstens 14 Tage, Sie werden schon sehen. Und scheint kein Sonnenschein, dann schaut's ins Glasel rein, da freut euch gleich das alte Lidl wieder ein. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Ja, das haben wir immer so. Hey, Trio! Juhu! Schani, hier! Mario! Ja! Franzl! Ja, in die Küche! Aber geh mal, meine Herrschaft! Bitte bewahren Sie Ruhe! Sie kriegen gleich alles, was Ihr Herz begehrt. Ja, meine Damen, mein Herr, da drüben ist ein wunderschöner Ecktisch. Danke. Oh, da kommt auch schon die Suppe. Zur Suppe. Bitte schön, gnädiges Fräulein. Wer auf Suppe baut, hat halb verdaut. Dankeschön. Eine Spezialität vom Weißen Rössl. Eine wunderbare Leberknödelsuppe. Die sogenannte Rösslknödelsuppe. Ja, bitte schön, mein Herr. Dankeschön. Sonst noch irgendeinen Wunsch? Der Tisch ist glücklich. Danke vielmals. Bitte sehr, bitte gleich kommen. Zur Suppe. Das soll ihn erst mal einer nachmachen. Als Oberkellner ist er unerreicht. Genau wie ich als Piccolo. Ja, das geht aber zu weit, Klärchen. Herr Sülzheimer ist doch mit Frau Giesecke verlobt. Ja, zum Herrn Professor Frau Giesecke ist mit Herrn Dr. Siedler verlobt. Aber was? Ja, das könnte Ihnen so passen, aber daraus wird nicht, dafür werde ich sorgen. Herr Giesecke! Ja, was ist denn? Ich habe trotz des Durcheinanders noch einen Tisch für Sie freigemacht. So, den brauche ich jetzt nicht mehr, ich reise ab. Aber Herr Giesecke... Nur lassen Sie nicht mal sehen, schöne Frau, sonst finde ich die Krabbelei hinterher auf der Wochenrechnung. Empfehle mich den Herrschaften. Also ich muss sagen, die Sache fängt an, ungeheuer kompliziert zu werden. Also machen Sie die Rechnung fertig, wir fahren heute Abend. Ja, bitte sehr. Ja, ist ja wohl nicht wahr. Oder sind Sie ja nicht? Sie haben ja plötzlich Haare auf die Schlatze. Ja, Herr Giesecke, es ist wie ein Wunder. Also sehen Sie, das ist der Erfolg von meinem Glatzentrost. Bitte, Herr Sülzheimer, überzeugen Sie sich. Bedauere, es war nicht der Glatzentrost. Aha, es war natürlich mein Präparat, Glatzenfreund. Nie gehen dir die Haare aus, hast du Glatzenfreund im Haus. Es tut mir leid, meine Herren. Ich habe nacheinander beide Mittel probiert.
Leider ohne Erfolg. Ach nee. Aber dann hat meine Frau ahnungslos beide Mixturen vermischt, weil sie eine Flasche brauchte. Und den Erfolg sehen Sie hier. Ja, das werde ich sofort bei mir ausprobieren. Lieber nicht. Ich habe dich viel lieber vor. Na also, meine Herren, das ist doch die Lösung. Wie wäre es, wenn man die beiden Fabrikate unter einen Hut bringen würde? Was wollen Sie denn? Die Idee hatte ich doch längst. Ich wollte die Sache auf die familiäre Tour deichseln, aber das haben Sie mir ja vermasselt. Und Brigitte ist mir auch in den Rücken und Ihnen in die Arme gefallen. Papachen. Na bitte, auf diese Art sparen Sie wenigstens bei Ihren zahlreichen Prozessen die Anwaltskosten. Das ist doch ein Grund, wo du so gerne prozessierst. Dumme Jere, meinst du denn, dein Vater hat ja kein Herz? Nimm deinen Dr. Siedler. Nimm ihn, aber behalten. Danke. Ey, Frau Wirtin. Herr Giesecke, haben Sie es doch überlegt? Nee. Aber bevor wir abreisen, feiern wir noch Verlobung. Ich gratuliere. Danke sehr. Ich gratuliere von Herzen. Danke. Frau Josefa, bitte darf ich Sie einen Augenblick allein sprechen. Brigitte, du weißt, was mir im Herzen liegt. Mir auch. Wir sehen uns dann später. In der Bar. Was haben Sie mir denn so Wichtiges zu sagen, Herr Doktor? Frau Josefa, seit der Geschichte auf der Schafbergalm sind Sie mir immer ausgewichen. Auch. Aber Sie müssen mir wieder gut sein. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich jetzt gehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Wie dich kann Sie nicht zurückhalten, Herr Brandmeier. Nein, das können Sie auch nicht. Aber immerhin haben Sie Anspruch auf ein Zeugnis. Es liegt seit gestern für Sie bereit. Sie können es sich nachher bei mir holen. Also man kann doch diese Weiber behandeln, wie man will. Immer macht man's falsch. Ja, bitte? Bitte, wie darf ich jetzt mein Zeugnis bitten? Ach ja, richtig. Wo habe ich es denn? Jetzt. Ich hoffe, Sie werden zufrieden sein, obwohl gar so gut ist es natürlich nicht geworden. Na, das macht nichts. Geh her, Hansi. Wir zwei kriegen überall ein Platzl. Davon bin ich überzeugt. Also dann, lebe es wohl. Warum haben Sie es denn gar so eilig? Na ja, in einer halben Stunde dampft der Kaiser Franz Josef ab und... Na, da haben Sie doch noch Zeit, das Zeugnis zu lesen, nicht? Geben Sie her. Ich passe so lange auf Ihren Vogel auf. Ja, das ist sehr lieb von Ihnen, Frau Chefin. Ihre Chefin bin ich gewesen. Lesen Sie das Zeugnis. Na, Hansi, wie gefällt's denn bei mir, hm? Hansi, benimm dich anständig. Platz. Zeugnis. Bis jetzt ist ganz gut. Der Oberkellner Leopold Brandmeier entlassen als Oberkellner. Wegen Einmischung in meine Privatangelegenheit. Aber ich bitte Sie, Frau Chefin, das war doch nur wegen diesem depperten Siedler. Lesen Sie doch weiter. Aber, Oibe, aber ist schon schlecht. Engagiert. Auf Lebenszeit als Ehemann. Das ist doch engagiert auf Ehezeit als Lebemann. Ach, das liebe Frau Josefa, Frau Peppel, ist denn das wirklich wahr? Ja, Leopold, wenn du mich noch magst. Was heißt magst? So was Dummes. Hansi, das gehört, wir kriegen ein neues Frauen. Oh, Peppel. Du schaust weg. Es stimmt. Frau Chefin, Sie werden gewünscht. Unten in der Bar wird Verlobung gefeiert. Oh, pardon. Hier ja auch. Raus! Ja, also dann bin ich gleich mal nach dem Rechten sehen. Das heißt, wenn es dir recht ist. Ich bitte darum. Schließlich bist du jetzt der Chef. Ja, ich bin der Chef. Nein. Wir sind der Chef. Weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu Guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und
Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren, im weißen Rössel am See. Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Da geht man gern zu dem Wirt hin, denn dort ist der Wirt eine Wirtin. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren.